Daniel, ganz herzlich willkommen heute zu diesem netten Video. Und zwar wollen wir uns ein Getränkewärmeplatte anschauen. Also ich bezeichne sie einfach mal so. Mit automatischer Abschaltung schon mal. Steht zumindest nach 4 Stunden, habe ich auch getestet, funktioniert. Das kann ich schon mal als kleiner Highlight vorweggeben. Ja, wir kennen das. Also ich habe hier so eine Tasse, ne? Kaffee. Und die ist eigentlich schon wieder kalt. Das heißt also, ich trinke mal wieder einen kalten Kaffee. Und ich habe mir schon mal so eine Platte geholt. Allerdings war die damals mit USB und konntest du wirklich, ja, ich sag mal, in den Müll schmeißen. Und diese wollen wir uns heute mal anschauen. Und da werden wir jetzt einfach mal gucken, was sie alles kann. Und dann testen wir die natürlich auch durch. So, und wir sehen jetzt, und wir gucken uns hier erstmal so die Bilderchen ein bisschen an, ne? Also das ist die Wärmehalte. Die Tasse ist nicht dabei, gleich vorweg. Allerdings haben wir hier eine Sache, die mich schon mal wirklich angeturnt hat. Denn simple, ich liebe es simple. Ich lese ungern Gebrauchsanweisungen. Also wenn da jetzt so ein dickes Buch mit dabei ist, das lese ich ungern. Ich brauche es wirklich einfach. Und man sollte sich, wenn man sich diese Platte oder Wärmehalteplatte holt, diese Grafik einfach ja, mit einem Screenshot machen, perfekt. Weil das ist wirklich das, was man braucht und mehr nicht. Also einmal einschalten, ja, also einmal hier drücken. Heißt, die macht sich, also schaltet sich ein, ne? Dann leuchtet sie und einmal drücken ist First Touch 60 bis 65 Grad. Dann haben wir, wenn man zweimal drückt, haben wir 50 bis 55 Grad. Wenn ich dreimal drücke, habe ich 35 bis 40 Grad und wenn ich viermal drücke, ist sie aus. Also das kann ich sogar mir behalten und das finde ich schon mal genial. Ja? So, was haben wir hier noch? Dann, ja klar, ne? Einsatzmöglichkeiten und so weiter. Und dann haben wir hier nochmal die Maße. Ich habe das auch spaßeshalber nachgemessen. Ja, es passt. 1,50 Meter, also gut, die haben den Stecker aber mit, ne, gemessen. Ja. Hätte ich jetzt vielleicht persönlich nicht gemacht, aber gut, den muss man halt wiederum abziehen. Das heißt, man ist ungefähr bei 1,46 Meter an Kabellänge plus Stecker 1,50 Meter. Okay, und dann kommen wir hierzu. Ja, und das finde ich hochinteressant, weil hier wird einem nochmal gezeigt, wofür man das nutzen kann. Also zum Beispiel, um eine ja, Glasflasche zu erwärmen oder warm zu halten. Man könnte sogar rein theoretisch gesehen damit Produkte erwärmen, wenn sie lange genug draufstehen. Ja, das muss man fairerweise sagen. Habe ich selber noch nicht angetestet. Allerdings, Kaffee kann ich schon mal einen kleinen Spoiler geben. Ja, funktioniert sehr gut. So, dann haben wir so eine Milchpackung, ne? Das würde gehen. Babyflasche, sowas hätte ich früher gebraucht. Ne? Und dann hier, was ich eben schon zeigte, meine Tasse. Ja, funktioniert auch. Funktioniert auch mit Keramiktassen und so weiter. Was man natürlich nicht machen sollte, ist jetzt im Prinzip doppeltes Glas, ist logisch. Oder ne, diese Plastikcups und so weiter, weil die natürlich alles, was Probleme mit Hitze hat und schmelzen könnte, sollte man natürlich nicht nutzen. Na, dann schauen wir uns das mal näher an. Ja, Verpackung, gut verpackt, sieht man. Ich denke, da kann man jetzt nicht meckern. Hinten ist noch eine kleine Beschreibung drauf. Und ja, das ist jetzt das Teil, was wir jetzt gleich sehen. Also das ist jetzt hier die Platte. Da ist eine deutsche und eine englische Beschreibung mit dabei. Stecker mit einer Kabellänge von 1,50 Meter finde ich persönlich absolut cool. Und ja, so sieht das Teil halt aus. Also fühlt sich auch gut verarbeitet an. Also jetzt nicht irgendwie billig, sondern eher sehr gut. So sieht die Unterseite aus.
ja, noch so ein Gebläse drin, ne, für die Kühlung. Und eben halt die vier Gummifüße, damit eben halt Schreibtisch oder da, wo man das abstellt, eben halt nicht verkratzt. Hier sehen wir nochmal die technischen Daten, ne, 20 Watt. Ja, und dann eben halt, dass es für das deutsche Stromnetz mit hergestellt ist. Hat auch einen deutschen Stecker. Jetzt testen wir einfach mal so den Kaffee. Das hatte ich ja schon erklärt, die vier Stufen. Kommen wir zum Fazit. Was mir erstmal sehr gut gefallen hat, war die Verarbeitung. Ja, also es ist jetzt kein Billigprodukt, sondern es ist ein wirklich gutes Produkt, was auch seine Wertigkeit im Design widerspiegelt. Das hat mir erstmal sehr gut gefallen, also so wie es sich in den Händen fühlt. Dann war für mich natürlich auch wichtig, dass es mein Problem gelöst hat, und zwar ständig kalten Kaffee, ja, oder halt auch Tee. So, das hat super geklappt. Ein weiteres Merkmal, was mich persönlich aber auch wiederum überzeugt hat, war die Bedienung. Sie war einfach und ja, für mich auch als alten Mann leicht nachzuvollziehen, ne? Einmal tippen, zweimal tippen, dreimal tippen, viermal tippen, aus. Also, ich will jetzt nicht sagen idiotensicher, aber man könnte es schon so nennen. Ja, das war jetzt so mein Fazit. Kommen wir zu der Bewertung. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Produkt hat mich überzeugt und ich werde es auch regelmäßig nutzen und es steht auch schon hier auf meinem Arbeitsplatz. Also, volle Punktzahl. Das war jetzt unser neues Format, wie wir das auch weiterhin ausbauen wollen im Bereich Unboxing. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt einen Comment, was wir vielleicht noch besser machen könnten. Und wir sehen uns im nächsten Video.